So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meine Lampe angemacht. Vorigen Video habe ich ja gesagt, dass ich da Probleme hatte. Ich habe die jetzt anders eingestellt. Und sie hieß nicht Maut oder Maul oder sonst irgendwas. Maul heißt sie nämlich. Diese Lampe. Und jetzt gucken wir, ob das mit dem Licht besser ist. So, schaut sehr schön aus. Ich habe hier schon mal einen Tipp vorbereitet. Den habe ich grundiert mit einer hellen Farbe und habe dann dieses Cat-Eye-Gel, das neue, von der Leni rauf gemacht. Ich mache jetzt mal das Licht wieder aus. Ich weiß nicht, was besser ist. Keine Ahnung. Schaut nicht so auf meine Nägel, die muss ich machen. Die schauen ganz schlimm aus. Ich mache es jetzt nochmal an. Naja, probieren wir es mal. So, ich habe mir hier einen kleinen Klecks Versiegelungsgel drauf gemacht und habe hier so Konfetti-Teile, auch so in lila Tönen. Schaut ganz witzig aus. Und da habe ich mir gedacht, da machst du jetzt mal was draus. So. Und jetzt tun wir das alles noch begradigen. Feinliner. Es wird eh nachher dann umrandet, aber ja, mal gucken, wie das ausschaut. So, dann nehme ich den hier wieder her oder den anderen. Bisschen anfeuchten. So, und jetzt mache ich da die Plättchen rauf. Auch kleine. Das schaut lustig aus. So, und jetzt mache ich noch kleine da rein. So. Und so werde ich das jetzt aushärten. Und dann nehme ich mir so ein Stone Gel, wo man so ein ganz standfestes Gel. Von E.me. Das bleibt halt stehen, wenn man das ein bisschen so erhaben machen möchte. Und das machen wir jetzt auch.
So. Weil dann ist für mich auch alles glatt. Nehme ich mal so ein Kügelchen auf und lege das darauf. Da könnt ihr auch, wenn ihr sowas nicht habt, einfach ein Aufbaugel nehmen, was ganz klar ist natürlich, und dann das damit machen und dann nochmal anrauen bzw. drüber fallen, falls ihr Dullen habt, und dann Glanz versiegeln. Das geht auch. Schön glatt streichen. Dann guckt man so von der Seite, ob alles einigermaßen eben ist, also nicht nur eben, sondern auch, dass nicht auf der einen Seite zu viel ist und auf der anderen Seite zu wenig. So, und jetzt mache ich da noch mal eine Bahn hin. Ihr seid zum Bild, ja. Eine ganz gerade. So. So schaut das jetzt aus. Ich gucke mir das jetzt mal von der Seite an. Ja. Alles gleichmäßig, alles ummantelt. Braucht man auch nicht viel davon. Und ich habe diesen Effekt, den ich wollte. So, jetzt werde ich das alles einmal komplett aushärten und dann hole ich euch gleich wieder zurück. So, meine Lieben, der ist jetzt ausgehärtet. So schaut der jetzt aus. Und ich wollte jetzt ein Blümchen raufmalen. Und zwar mit einem hellrosa. Hier ist es, ja. So, dann nehme ich mal wieder so einen Punkt auf. Und male jetzt hier ein etwas größeres Blatt hin. So. Und dann hier noch eins. Und auf der anderen Seite noch eins. So schaut das jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir
einen anderen Pinsel. Muss ich noch mal kurz sauber machen. So. Der ist von Trend Nails. Das ist normalerweise so ein 3D-Blütenpinsel. Ich benutze den aber auch gerne dann, um irgendwas zu verblenden. Beziehungsweise ziehe ich mir jetzt hier, wo mehr Farbe ist, das ein bisschen in die Mitte. Wie so ein Ombre-Verlauf sozusagen. So. Und das mache ich bei den anderen Blütenblättern auch so. Ganz zart. So, schaut das jetzt aus. Und das kommt jetzt in die Lampe. So, und dann nehmen wir unseren Nail Art Pinsel wieder. Und ich werde noch einen nehmen hier. Ich habe jetzt noch keinen anderen Pinsel zur Hand. Könnt auch ein Dotting-Tool nehmen, das ist egal. So. Und setze mir jetzt hier in die Mitte so einen winzigen Punkt. Ja. Und ziehe dann von da aus so ganz kleine feine Striche. Und dann natürlich auch. Und das kommt wieder in die Lampe. Ich hoffe, ich war jetzt im Bild. Dann nehmen wir wieder unser Weiß. Nehmen ein ganz wenig Farbe auf und setzen da jetzt noch Punkte rein in die Mitte. Ganz klitzekleine. Jetzt auch da welche noch hinmachen. Ich glaube, das schaut ganz witzig aus. So, und das muss jetzt erstmal komplett aushärten. Da habe ich Pünktchen hingemacht. Sieht man hoffentlich. So, und das kommt jetzt in die Lampe. Einmal komplett aushärten und dann hole ich euch gleich wieder zurück. So, der ist jetzt ausgehärtet. Und schaut jetzt so aus. Ich finde ihn richtig süß. So, jetzt nehme ich mir die weiße Farbe wieder und tupfe da einmal rein und umrande hier ganz zart an der Außenlinie, so dass man das Rosa auch noch sieht, die Blütenblätter
jetzt ja nicht im Bild, Entschuldigung. Aber ich habe ja noch zwei Blätter zu malen. So, tupfe ich wieder da rein. Und das letzte Blatt noch. Immer schön abstützen. Jetzt male ich dann noch ein paar Schnörkel hin und tue rosa mit weiß einfach mischen. So. Und so werde ich das dann lassen. Da mache ich noch so einen kleinen Stupsel rein. Ja, so schaut das jetzt aus. Ich finde das ganz süß. Ich werde das jetzt einmal komplett aushärten. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lange geworden. Klar, ich tue auch sehr langsam arbeiten, dass ihr das dann auch seht. Wenn man ein bisschen in Übung ist, ist die jetzt nicht so extrem aufwendig. Man kann auch nur diese Blüte malen. Das geht natürlich noch schneller. Einfach die Blütenblätter reinziehen, die Farbe. Und dann die Pünktchen setzen und in der Mitte das und dann wäre die Blüte auch schon fertig. Man muss nicht das dahinter machen, aber ich wollte das mal ausprobieren, wie das so ist und wie das ausschaut. Und ich finde, dass das richtig, richtig süß geworden ist. Man könnte jetzt hier auch noch Blätter hinmalen, zwei Stück, aber wollte ich jetzt nicht. Könnte man aber. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Video, eure Marion. Ciao!